schönen guten Abend bei Pottananda auf einen kleinen Abendspaziergang hier auf der Halde Haniel. Ja, ich befinde mich hier gerade eben auf dem Kreuzweg und wollte eigentlich einen Sonnenuntergang einfangen, aber es ist so bewölkt, dafür sehr angenehm und ja, spontan noch dazu entschlossen. Wir haben jetzt 21.10 Uhr. Ja, auch mal ein anderes Vlogging-Setup. Hier mal die Canon Travel Zoom Kamera. Darf man das sagen? SX740HS. Ja, einfach mal spontan mitgenommen. Geht ja darum, einfach nur Bilder zu knipsen. Ne? Ich behaupte ja nicht, dass ich irgendwie fotografiere, sondern wenn ich was sehe, point and shoot. Habt ihr Bock auf den Ausblick? Dann würde ich sagen, bleibt dran. Und kommt mit. Ja, das ist auch immer wieder schön, muss man sagen. Wenn man bedenkt, dass ich hier schon ungefähr seit meinem 12. oder 13. Lebensjahr schon immer hoch kraxel. Ja, haben wir hier eine ganz, ganz wunderbare Abendstimmung. Zwar kein Sonnenuntergang, aber eine ganz, ganz tolle Ruhe und irgendwie auch ein total tolles Licht. Herrlich. So, jetzt geht es auch schon wieder mit den ganzen anderen Sundownern hier wieder runter Richtung Parkplatz. Ja, ganz komische Viecher, die oben rumfliegen. Also Schwärme, ganze Schwärme, dicke Johnnies, weiß ich nicht, konnte ich gar nicht ausmachen. War super lässig. Ja, und jetzt, naja gut, es ist schon erheblich dunkel. An der Kamera kann man es noch nicht so erkennen. Muss ich noch mal in Ruhe ausprobieren. War jetzt ja auch nur mal so eine ganz spontane Idee, aber es sieht tatsächlich echt wirklich deutlich heller aus hier auf dem Monitor, als ich da hinten schon erkenne. Also da sieht es richtig düster aus. Ja, ich glaube, jetzt können wir uns auch langsam wieder zufrieden zum Parkplatz begeben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War so eine kleine, ungeplante, spontane Einlage. Aber was willst du tagsüber machen, wenn es bullenheiß ist? Da hilft es nur ab auf der Halde und das so schnell wie möglich. Ja, hier ist sehr, sehr angenehm. Kühler Luftzug, hier ist richtig. Ja. Schön. Okay, seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Schwitzt nicht zu viel. Immer schön cool bleiben. Und bis zum nächsten Mal bei Pottananda. Bye, bye.